Hallo Leute und willkommen zurück zu Apollo Justice Ace Attorney. Das annähernde Finale, das wir hoffentlich bald mal erreichen. Denn der Richter meint auch, wir kommen langsam zum Ende. Euer Ehren! Herr Justice, Sie haben sich als junger Anwalt sehr gut geschlagen. Ich respektiere auch die Ermittlungsergebnisse Ihres Partners, Phoenix Wright. Jedoch haben Sie ohne direkte Beweise nichts in der Hand. Ist das nicht so, Cantilène? Leider. Ja, Christoph, du hast recht. Das heißt, du hättest bis heute recht gehabt. Hm? Was? Ist diese Neuigkeit denn nicht bis zu dir in die Einzelzelle durchgedrungen? Die ganze Nation blickt heute auf diesen Gerichtssaal. Das hier ist ein Probeprozess für ein neues Rechtssystem. Das stimmt. Das hatte ich total vergessen. Das Geschworenensystem. Geschworene, sagen Sie? Das derzeitige Rechtssystem gilt als von der Gesellschaft zu abgeschottet. Dieses neue System versucht, die Weisheit einfacher Bürger in das Recht zu integrieren. Einfache Bürger, Weisheit, soll das ein Witz sein? Welchen Vorteil könnten wir daraus denn ziehen? Unser Rechtssystem in die Hände eines dummen, emotionalen Mobs zu legen? Einfache Bürger verfügen über sogenannten gesunden Menschenverstand. Ist zwar selten in unserer Gesellschaft, aber immerhin ist es vorhanden. Gesunder Menschenverstand wird durch das Gesetz nicht eingeschränkt. Papalapap, in diesem Gericht gibt es nur Platz für zwei, für mich und das Gesetz. Das Gesinde soll draußen bleiben, sage ich. Sie befinden sich nicht wirklich im Gerichtssaal. Sie sehen alles per Videokamera. Wie Sie ihn angucken, wie süß. Wie können Sie das nur erlauben? Verantwortlich für die ganze Sache ist, hier ist übrigens Phoenix Wright. Phoenix Wright? Oh, er dreht durch. Er dreht durch. Also, darauf lief alles heraus. Natürlich. Richtig. Right. Right. Right! Ach du Scheiße, der ist hinüber. Das kann und werde ich nicht akzeptieren. Das ist kein Gericht. Gesetz. Das Gesetz ist alles. Das Gesetz ist absolut. Sie würden ignorante Schweine unsere Gerichte versauen lassen? Christoph, es ist vorbei. Cantilène! Das Gesetz ist absolut. Das meinst du doch nicht im Ernst, oder? Was? Seltsam. Ich dachte, du hast dein Leben lang nach Schlupflöchern gesucht. Das Gesetz ist nicht absolut. Es ist voller Widersprüche. Das Gesetz ist das Endprodukt vieler Jahre Geschichte, die Früchte menschlichen Wissens. Wie ein Edelstein, durch Prozesse und Fehler zum Glanz poliert. Das ist die Frucht, die wir erhalten, weitergeben und mit der wir uns auseinandersetzen. Und sie verändert sich, wächst ständig. Sie zu nähren ist die Aufgabe der Menschen. Mit Ausnahme von dir, Christoph. Du änderst dich nicht. Du hast damit aufgehört. Du wirst nicht mehr gebraucht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht, weil ich immer noch nicht genug gesehen habe. Aber eines Tages werde ich wissen, was Gesetz ist. Und wenn es nötig ist, werde ich für Veränderungen kämpfen. Ich sehe keinen Grund, diesen Prozess fortzusetzen. Alles fing als der Prozess von Vera Mischem an, beschuldigt des Mordes an ihrem Vater. Dem Maler Drew Mischem, aber es wurden einige weitere Dinge überprüft und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Bevor das Gericht ein Urteil spricht, warte ich auf Ihre Entscheidung. Als Geschworene des Gerichts. Im Todesfall von Drew Mischem
Wofür befinden Sie die Angeklagte, Vera Mischem? Für unschuldig oder für schuldig? Ich bitte Sie nun, über diese Angelegenheit nachzudenken. Oktober, 12.48 Uhr, Geschworenenzimmer. Das ist das Ende dieses Prozesses. Es muss nur noch über das Urteil entschieden werden. Die Angeklagte, Vera Mischem, befindet sich im Augenblick auf der Intensivstation. Kommt es heute zu keiner Entscheidung, wird es vielleicht niemals zu einer kommen. Die Faktoren, um die es hier geht, sind einfach. Hat die Angeklagte an jenem Abend ihren Vater vergiftet? Wenn das der Fall ist, ist sie schuldig. Oder gab es einen anderen Grund für Herrn Mischems Tod? Hat ihn eine andere Person vergiftet? Wenn das der Fall ist, ist sie unschuldig. Für jeden von Ihnen wurde für die Eingabe Ihrer Entscheidung ein Bildschirm bereitgestellt. Das ist alles. Bitte, warten Sie. Ja, Geschworene Nummer 6? Hier in dem Handbuch für Geschworene steht etwas. An dem Fall beteiligte Personen dürfen keine Geschworenen sein. Das ist richtig. Ich habe alle Akten von Ihnen eingesehen. Keiner von Ihnen hatte etwas mit der Entwicklung des Falls zu tun. Mit der Entwicklung des Falls? Verstehe. Hat das Ihre Frage beantwortet? Es ist Zeit für Ihre Urteile. Treffen Sie Ihre Entscheidung im Fall gegen Vera Mischem. Nach 7 Jahren wird die Wahrheit endlich gehört. Entscheiden Sie weise. Entscheiden Sie gut. Also dann, wir können jetzt als Geschworene Nummer 6, die uns sehr bekannt vorkommt, momentan hier am Bildschirm, urteile weise über die Angeklagte. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, Vera Mischem als schuldig zu befinden. Das Ende werde ich nicht zeigen, aus dem einfachen Grund, es macht, wie immer ich es immer sage bei Phoenix Wright, es macht einfach auch die Stimmung kaputt. Und das Ende ist wirklich billig. Man sieht nur ein Bild, alle heulen, alles ist Kacke und sowas. Nee, das müssen wir jetzt echt nicht haben. So, und als Geschworene Nummer 6 befinden wir Vera Mischem für nicht schuldig. Und das möchte ich auch bestätigen. Und wir sehen das Armband. Was hat das zu bedeuten? Und so wurde am 9. Oktober um 14.14 Uhr ein Urteil gefällt. Das erste Urteil unter dem Geschworenensystem. Das einstimmige Urteil lautete unschuldig. Die Akte wird zeigen, dass der spezielle Zeuge Christoph Garvin bei der Urteilsverkündung gelacht hat. Das Lachen war lauter als jedes Lachen zuvor oder seither. Ein Lachen, das in den Sälen der Justiz widerhallte und scheinbar für Stunden anhielt. 10. Oktober, 8.30 Uhr, am Morgen nach dem Prozess. Auf einer Intensivstation hat sich ein wahres Wunder ereignet. Vera Mischem öffnete ihre Augen. 10. Oktober, 10.12 Uhr, Hickfield Klinik. Vera, ich bin so froh, ich... Weine nicht, Apollo. Ich bin auch glücklich und stolz. Du warst gut, Apollo. Und du auch, Benny. Als ich darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn, Vera, ich... Hey, jetzt fang du aber auch nicht an zu heulen. Tut mir leid, dass sie uns so sehen mussten. What the fuck, die kann lachen. Vera? Vielen Dank, Apollo. Dankeschön. Nein, es tut mir leid. Ich hätte sie nicht so unter Druck setzen dürfen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten sie nicht an ihren Fingernägeln gekaut. Nein, ich hatte Unrecht. So verschlossen zu sein, mich an meinem Glücksbringer zu klammern. Vera? Als ich meine Augen geöffnet und sie gesehen habe, habe ich endlich verstanden. Es ist wichtig, ein Teil der Welt zu sein.
Dinge mit den eigenen Augen zu sehen. Sieht so aus, als hätte das Gift doch etwas bewirkt. Halleluja! Jetzt vergiften wir alle Leute, damit sie gut über die Welt denken. Nee, besser nicht. Es hat das abgetötet, was Vera davon abgehalten hat, zu leben. Ich wusste, dass sie das durchstehen würde, Vera. Ich meine, schließlich hat Apollo die ganze Zeit dafür gekämpft. Für ihre Zukunft. Das werde ich nicht vergessen. Hier, ich möchte Ihnen danken. Nein, wirklich, ist schon okay. Obwohl, ein bisschen Geld könnte ich schon haben. Ich bin nämlich gerade ziemlich arm. Wow. Oh, sieh nur, das bin ich. Ich liebe es. Dankeschön. Oh, jetzt kommt Apollo. Komm. Bin ich das? Sie hat dein Wesen wirklich gut erfasst, Apollo. Das glaube ich zumindest. Da fällt mir ein. Wissen Sie, wo der andere Anwalt ist? Der andere Anwalt? Oh, Sie meinen Papst. Aber der ist kein Anwalt mehr. Das ist meine Schuld, oder? Tut mir leid. Oh, nein, nein, nein. Das wollte ich damit nicht sagen. Nein, ist schon okay. Ich verdränge die Dinge nicht mehr, die ich getan habe. Ich hoffe, ich kann ihn eines Tages in die Augen sehen und mich entschuldigen. Ich bin mir sicher, dass er das mit Freude hören würde. Er hat mir all diese Dinge mitgebracht, als er vorhin hier war. Sie meinen den Stapel Videos? Herr Wright hat sie sich schon alle angesehen? Weißt du, ich wusste, dass mein richtiger Papst noch lebt. Hä? Ich war dort vor 7 Jahren, erinnerst du dich? Ich habe ihm geholfen, aus dem Gerichtssaal zu verschwinden. Was hast du... Wie? Das sag ich nicht. Er hat mir an jenem Tag, an dem er wegging, etwas versprochen. Wir werden uns wohl eine Zeit lang nicht sehen, Trucy. Aber denk daran, dass ich dich beobachten werde. Und eines Tages komme ich zurück. Schließlich bist du die nächste Grey May. Oh, Trucy. Letztendlich konnte er das Versprechen nicht halten. Ist schon okay. Phoenix ist jetzt mein Papst, auch wenn er nicht Klavier spielen kann. Kann er wirklich nicht. Oh, und dich habe ich ja auch. Auch wenn deine Stimme manchmal recht laut ist. Bin froh, es auf deine Liste geschafft zu haben. wenn ich es mir so überlege... Wo ist mein Papst? Der nicht Klavier spielen kann. Weißt du es, Apollo? Ich glaube, er hat gesagt, dass er jemanden treffen müsse. Ich frag mich. Vielleicht meine neue Mami? Oh, Trucy? Ja, Vera? Ich frage mich, ob du ihn mir vielleicht noch mal vorführen könntest. Sir Hood, oder? Oh, er ist nicht zum Ritter geschlagen worden. Noch nicht? Da ist er. Mag jemanden für uns nach, Herr Hood? Oh nein, nicht du. Einspruch. Zu leise. Und Fräulein Zauberhemd mag ich sowieso lieber. Es sind Zauberhöschen, Apollo. Nun, Ihre Erinnerung ist zurück. Herr Wright, war das alles auch Teil Ihres Plans? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Als ich meine Erinnerung verloren hatte, wurde ich als Lamoureux wiedergeboren. Aber Sie kannten meine wahre Identität, nicht wahr? Deswegen haben Sie mich als einen Ihrer Geschworenen ausgewählt. Ach, Sie deuten da zu viel hinein. Außerdem gab es keine Garantie, dass die Erinnerung Sie glücklich machen würde. Natürlich ist das eine freudige Angelegenheit. So lange hatte ich gedacht, ich wäre allein. Aber jetzt weiß ich, dass ich 2 Kinder habe. 2 liebe Kinder. Ich bin so stolz auf sie. Auch das, glaube ich, habe ich ihnen zu verdanken. Wenn sie es ihnen sagen? Sie wissen es nicht? Nö. Sie kennen ihre Mutter nicht. Sie wissen nicht einmal, dass sie Geschwister sind. Ich werde zu Ihnen gehen, im richtigen Augenblick. Bis dahin... Keine Sorge,
Ich kümmere mich um die beiden. Sie sind mir auch sehr wichtig. So als Pädobär und so. Zwinker. Manchmal etwas nervig, aber dennoch. Auf jeden Fall muss ich auf sie achten. Ich bin der Einzige, der weiß, wer sie wirklich ist. Och nein. Drusy weint. Och nein, das will ich nicht. Ihr Armband. Was? Ich habe in den letzten 7 Jahren viele mysteriöse Dinge gesehen. Doch ihr Armbänder waren das Seltsamste überhaupt. Ich weiß, wie ich ihn vor 1/2 Jahr in Christoph Garvins Büro kennengelernt habe. Und dann bin ich ihnen begegnet. 2 verbogene Schicksale. Und ich war da, als sie sich kreuzten. Das werde ich nie vergessen. Ein so kleines Ding, diese Kugel. Doch sie riss die Person weg, die ich mal war. Vor 10 Jahren, während einer einfachen Probe. Es war ein Wunder, dass niemand starb, aber ich habe es nicht verkraftet. Aus diesem Grund muss ich die Truppe verlassen, meine Familie. Jetzt, wo meine Erinnerung zurück ist, bin ich wieder ich selbst. Zum ersten Mal bin ich froh, dass ich lebe, Herr Wright. Da gerade von Wundern die Rede ist. Vera Misham hat heute Morgen ihr Bewusstsein wiedererlangt. Ich kann nur hoffen, dass sie genauso froh ist wie Sie. Das ist schon eine seltsame Sache, das Schicksal. Manchmal wird ein Leben genommen. Manchmal wird ein Leben verschont. Wissen Sie, was ich mir gerade gedacht habe? Menschen sterben gar nicht so leicht. Solange sie etwas haben, wofür es sich zu leben lohnt. Und das war so ziemlich das Ende meiner Geschichte. Oder besser, dieser Geschichte. Ich habe noch einen langen Weg vor mir und meine Kraft erfordert wohl noch Arbeit. Aber es gibt jetzt Hoffnung. Wir hatten sie verloren und haben sie wiedergefunden. Deshalb lächeln die Menschen jetzt wieder. Hoffnung. Ja, ich glaube, ich bleibe der Welt der Gerichte noch eine Weile erhalten. Ups, Trainingszeit. Muss los. Stimmen aus Stahl. Jetzt kommt Justice. Einspruch. So. Oh mein Gott. Das war Apollo Justice. Oh nein. Ich bin froh, dass du bei der Agentur bleibst, Apollo. Das ist so, als hätte ich meinen verlorenen großen kleinen Bruder wiedergefunden. Oh, und mach dir keine Sorgen um die Grammy-Truppe. Drusy ist an dem Fall dran. Jetzt, wo ich das hier habe, dank Papst. Drusy Grammy, da habe ich so meine Zweifel. Aber Hut Grammy, das haut sie um. Okay, also das mit dem Reden können wir vergessen. Wir müssen jetzt erstmal synchronisieren. Der vermisste große kleine Bruder. Man hat nicht jeden Tag einen Prozess, der mehr rockt als einer unserer Gigs, ja? Deswegen ist es vorbei. Die Gewinner trennen sich. Diese Nachricht hat zu landesweiten Engpässen bei Taschentüchern geführt. Sie sind jetzt die wahren Stars. Ich freue mich schon auf die nächsten Jam-Session. Ach ja, dich haben wir auch gern. Du bist ein guter Staatsanwalt. So, und wen haben wir als nächstes? Nun, es ist endlich vorbei. Wissen Sie, wenn ich es mir so überlege, bin ich schon länger Pianist, als ich hier Anwalt war. Jetzt, wo alles geordnet ist und ich etwas Zeit habe, könnte ich Unterricht nehmen. Oder vielleicht mache ich das Staatsexamen. Nochmal. Und das wird er auch machen. Mit dem angekündigten neuen Spiel Phoenix Wright Ace Attorney, der 5. Teil. Also an sich Ace Attorney, der 5. Teil, nach Apollo Justice Ace Attorney, wird für den 3DS erscheinen. Und Phoenix Wright wird wieder Anwalt sein. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Neulich bin ich so herumgestanden und habe Snackus gegessen. Als mir diese verrückte Idee gekommen ist. Was, wenn man die Snackus golden färben würde? Oder wenn sie klingeln würden? Ach ja, die Wissenschaft. Aber die Konservierungsmittel wären sicher ungesund.
Noch was? Ungesunde Lebensmittel, das ist doch nichts. Das ist einfach nichts, ne? Wir essen doch gerne ungesunde Sachen, die uns Krebs geben oder sowas. Ja, nee, ist klar. Weil Sie wieder erwarten, ein russisches Fressor, Sie wünschen aber zum Borsch Pott. Das Restaurant ist halt kalt, aber die Borsch ist quasi da, aber falls eine größere Herausforderung gewünscht wird. Dann kommen Sie ins Geheimzimmer. Sie wissen, nach wem Sie fragen müssen. Gott, ich habe den russischen Akzent gar nicht mehr drauf gehabt. Nicht so auf Anhieb. Ich brauche schon ein bisschen Vorbereitungszeit, bevor ich den raushauen kann. Mann, Mann, Mann. Immer diese Herausforderung. Gott, ey, wen müssen wir jetzt noch ertragen? Oh nein, nicht du! Nein! Nun, Kitaki Bakwan besinnen sich auf ihren örtlichen Wurzeln. Yo, Boss, Kultur ist angesagt. So schreiben wir Wurzel, kapisch? Aber es geht uns immer noch darum, den Menschen etwas zurückzugeben. Yo, Boss, PR ist angesagt. Und so schreiben wir Menschen, kapisch? Nicht, dass Woki aufpassen würde, nein, Kids. Oh mein Gott, ey, die Kitakis. Gott, ey, ich brauche halt Zeit um andere Charaktere. Ihr könnt mir doch nicht 1000 Charaktere jetzt einfach so draufkloppen. Alter, chinesische Schriftzeichen auf dem Kuchen? Ey, ich wollte krass konkret, Mann. Mann, wenn du es heute schaffen willst, musst du es ganz korrekt machen, okay? Yo, deswegen habe ich diesen Original-Gangster-Keks gemacht. Voll korrekt, Mann. Ich weiß, dass er nicht wie ein Keks aussieht. Was soll ich ihn, einen Gangster-Muffin nennen? Hä? Du Scheiße, ey, auf dich kann ich verzichten. Oh Gott, ey. Ich befürchte, wir werden noch ein paar skurrile Personen sehen. Ich weiß nicht, was das ganze Gerede über Essen soll. Wenn Sie mich fragen, es gibt nur ein Essen und das sind Nudeln. Nudeln, jawohl. Ich habe auch etwas Neues. Diesmal ist es ein großer Salzklumpen in der Schüssel. Machen wir uns nichts vor. Bei Elduns Nudels geht's um Salz. Es lebe das Salz! Ja, super. Dann füttern wir dich nur noch mit Salz, bis du austrocknest. Dann sagst du aber bitte weiterhin, es lebe das Salz. Oh nein, nicht du. Mein höchst neugieriges Wesen hat mir offene Bewunderung im Polizeirevier eingebracht. Früher nannten sie mich Wesley Stinker und Wesley steckt die Nase tief rein. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe einen neuen Namen, der meine akademische Natur zeigt. Wesley Kränkler berichtet, Neugier ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Oh Gott, ey, du bist die Pest, aber sowas von. Du bist die Pest, mein Freund. Und wer ist jetzt dran? Ich traue mich eigentlich schon gar nicht dran zu denken. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen für alles danken soll, was Sie getan haben. Das Licht ist in meinem Leben zurückgekehrt und mit ihm die Freude. Ich habe wohl einige Jahre verloren, aber ich habe zwei Schätze gefunden. An die beiden werde ich denken, wenn ich meinen nächsten Song schreibe. Okay, dich gucke ich gerne an. Du bist toll. Gegen dich habe ich nichts. Das ist doch schön. Oh nein! Brushel, Brushel, Brushel! Brushel, Brushel, Brushel! Brushel hier mit einem weiteren Interview. Was ich darüber denke, wie sich die Dinge entwickelt haben? Noch keine Exklusivmeldungen, aber eins hat Zuversicht des Journalisten. Zitat Ende! Tötet es! Tötet es doch bitte! Warum könnt ihr es nicht töten? Warum? Ich habe mich entschieden, weiterzumalen. Natürlich nur noch Originale. Ich muss wohl erst ein bisschen von der Welt sehen, damit ich weiß, was ich male. Aber ich weiß, dass da draußen gute Menschen sind. Ich bin ihnen begegnet. Die Tür ist offen. Die Welt wartet. Vielen Dank. Oh, das ist aber ein schönes Bild.
Oh, das ist aber ein gutes Bild. Das Bild gefällt mir. Schön, 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 schön. Schön, schön. So. Ja, danke Capcom. Und ja, das war's jetzt nun endlich mit Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen, wie mir. Also ich finde es ein bisschen, ja, mal als Fan ist es halt doch ein bisschen doof, was aus Phoenix Wright geworden ist und dass Apollo Justice mit seinem komischen Armband darum tänzelt. Aber an sich, so gesehen, ist das Spiel wirklich gut. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt jederzeit hier Kommentare hinterlassen. Und ja, als nächstes Projekt wird dann starten Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Wir werden die Geschichte um Miles Edgeworth jetzt erleben. Das Spiel wird zwar auf Englisch sein, ich werde aber mein Bestes geben, das zu übersetzen. Aber das werden wir alles dann in Zukunft klären. Und ja, ich hoffe, ihr werdet auch dieses Projekt weiter verfolgen. Und falls es dann veröffentlicht ist und mein 3DS dementsprechend vorbereitet ist, werde ich dann natürlich auch Ace Attorney 5 spielen mit Phoenix Wright wieder als Anwalt. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr dieses Projekt hier verfolgt habt und wünsche euch noch viel Spaß mit meinen Videos. Euer Benny Bunny 5.